Herzlich willkommen zu Mathe mit Noel. Heute schauen wir uns das Paarmengenaxiom an. Das Paarmengenaxiom ist ein wichtiges Konzept aus der Mengenlehre. Das besagt, dass für jede gegebene Menge m und n genau eine Menge x existiert, die sowohl m als auch n als Elemente enthält. Wenn m und n gleich sind, dann gibt es nur eine Menge x, die beide Elemente enthält, nämlich die Menge Singleton m respektive Singleton n. Entsprechend ist diese Menge wie die leere Menge eindeutig bestimmt. Das Axiom sagt aus, dass für alle m und n ein x existiert mit der Eigenschaft, dass für alle y gilt, dass y ein Element von x ist, wenn y gleich m oder y gleich n ist. Oder anders formuliert, wenn man zwei vorgegebene Mengen hat, dann gibt es eine Menge, die genau diese beiden Mengen enthält. Da m und n selbst wieder Mengen sein können, führt die Anwendung des Paarmengenaxioms dazu, dass x gleich der Menge mit den Elementen m und n eine Menge von Mengen ist. Auf diese Weise kann m auch eine Menge von Mengen sein. Und so kann man beliebig viele Mengen in einer Menge durch das Paarmengenaxiom kombinieren. Das bedeutet, dass das Paarmengenaxiom eine neue Stufe der Mengenkonstruktion ermöglicht, indem es eine weitere Klammer hinzufügt und somit komplexere Mengenstrukturen erlaubt. Es ist interessant zu wissen, dass das Paarmengenaxiom in ZF und NBG ein redundantes Axiom ist. Das bedeutet, dass es aus anderen Axiomen abgeleitet werden kann. Zum Beispiel können wir die leere Menge nehmen und zweimal die Potenzmenge mit dem Potenzmengenaxiom bilden, um die spezielle Paarmenge, leere Menge und Singleton-leere Menge zu erhalten. Dann können wir die Elemente dieser Paarmenge durch das Ersetzungsaxiom durch beliebig andere Elemente ersetzen. In der älteren Zermelo-Mengenlehre ohne Frenkels Ersetzungsaxiom von 1921 war diese Ableitung noch nicht möglich. Daher war das Paarmengenaxiom ein notwendiges Axiom in dieser Theorie. Das Paarmengenaxiom spielt eine wichtige Rolle in der Konstruktion der natürlichen Zahlen in der Zermelo-Frenkel-Mengenlehre. Ohne das Paarmengenaxiom wäre es nicht möglich, eine Menge mit genau zwei Elementen zu bilden. Was erforderlich ist, um die natürliche Zahl 2 zu definieren. Zum Beispiel wird die natürliche Zahl 2 oft als die Menge mit der leeren Menge und Singleton leere Menge dargestellt, die genau zwei Elemente enthält. Aber auch für die Bildung von Dupel ist das Paarmengenaxiom relevant. Mit dem Paarmengenaxiom wird gesagt, dass die Menge, welche zwei Elemente beinhaltet, auch wieder eine Menge ist. Die Schreibweise eines Dupels geht auf Kasimirs Kuratschowski zurück. Somit wären wir am Ende des Videos angelangt. Hier kommst du zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss!